Seit einem Jahrzehnt führt Malgi Stritter auf Orkenspalter TV ihre Zuschauer durch die Welt der Comics, des LARPs und vor allem des Pen-and-Paper-Rollenspiels. Nach hunderten von Let's Plays, Tutorials, Con-Berichten und Rezensionen auf YouTube hat sich Orkenspalter TV jetzt mit dem Magazin LARPzeit zusammengetan. Gemeinsam bringen sie euch zum ersten Mal auf einer deutschen Comic-Convention ein Live-Let's Play von Dungeons & Dragons. Und guten Abend. Das Video hat schon gesagt, also es ist keine große Überraschung. Wir spielen heute Dungeons & Dragons, D&D. Ich habe die Waffen meiner Wahl mitgebracht. Ich bin die Spielleiterin heute Abend oder der Dungeon Master. Das heißt, ich kann hier schon alle meine Sachen aufbauen, wie meinen Schirm, meine Würfe und dergleichen. Aber was ich brauche, sind Spieler. Ich habe mir ein paar davon mitgebracht, die Ahnung davon haben. Der erste ist nämlich der Markus Plötz vom Ulysses Verlag, von Ulysses Spiele. Die machen die deutsche Version von Dungeons & Dragons. Deswegen Hallo. Hoffe ich, dass er Ahnung hat, was wir hier tun. Und ihr könnt auch gerne klatschen. Dankeschön. Als nächstes haben wir die Julia. Die sitzt dich hier. Ich darf mich hier hinsetzen. Sehr gut. Julia Klein, Künstlerin, unter Doodle-Jule zu finden und eine von unseren ständigen Mitspielerinnen. Dann als nächstes Max Cannings, der mein Go-To-Person ist, wenn ich eine Regelfrage habe zu D&D. Und als Abschluss Jan Wagner von einer ganzen Reihe verschiedener Firmen, owned by Gravity Games unter anderem, der sowohl Computer- als auch Brettspiele macht und davon eine Menge, die mit Rollenspiel zu tun haben. So, wir arbeiten hier ja mit der LARP-Zeit zusammen und wir haben uns überlegt, dass wir heute das Spiel ein bisschen anders darstellen. Ich habe hier keine Dungeon-Pläne aufgebaut, wir haben keine Minis dabei, kann man aus dem Publikum eh nicht so gut sehen. Wir haben gedacht, wir machen es ein bisschen größer. Wir haben eine ganze Handvoll von Miniaturen hier und ich würde auf die Bühne bitten, unsere erste Miniatur, das ist ein zwergischer Krieger. So, ihr dürft euch gleich Charaktere aussuchen. Wir haben ein paar zur Auswahl vorbereitet, unter anderem diesen Zwergenkrieger. Danach kommt ein menschlicher Magier. Ihr könnt euch das schon mal anschauen, was alles zur Verfügung steht. Wir haben einen halbelfischen Schurken. Zwielichtige Gestalt. Eine menschliche Bardin. Sie klippert. Wir haben einen menschlichen Krieger. Kämpfer, Entschuldigung. Einen menschlichen Hexenmeister. Und ganz zum Schluss noch einen Barbar. Ich glaube, er ist Mensch, aber das könnt ihr vielleicht selber entscheiden. So. Wir haben diese Charaktere für euch vorbereitet. Ihr könnt euch die jetzt anschauen und es gibt ein paar Informationen zu denen. Wie wäre es, Markus? Für was für Charaktere interessierst du dich? Also, ich muss ja sagen, der Zwerg ist schon echt extrem spannend. Möchtest du den Zwerg einmal genauere Informationen zu bekommen? Würde der Zwerg sich tatsächlich vorstellen? Oder sowas? Nein. Also wir können jetzt mal den Zwerg aktivieren. Oh, ich aktiviere also, den Zwerg. Du wählst den Zwergenkrieger an. Grumgor Donneraxt ist ein Zwergenkrieger aus Mithralhalle. Bei ihm weiß man, was man kriegt, das volle Zwergenprogramm. Er ist standhaft, stur, rechtschaffen, gut drauf und haut mit seiner Axt gut was weg. Insgeheim sucht er noch einen Drow, den er zu seinem besten Freund und Ziehsohn machen kann, wie sein großes Vorbild Brüner Heldenhammer. Ah, bis zu dem Drow. Bist du dem Drow, hat's dir gefallen? Bis zu dem Drow war gut, aber das mit dem Drow, das geht nicht. Nee. Okay, ja, kein Zwergenkrieger für dich. Ja, natürlich, du kannst dir noch die anderen anschauen, bevor du dich entscheidest. Das ist kein Problem. Den halbelfischen Streuner würde ich mir gerne haben. Dann aktivieren wir doch mal den halbelfischen Schurken. Schurken. Ja. Aha. Eine einzelne Person applaudiert. Alafiel Schattenkling ist ein halbelfischer Schurke aus der Stadt Niewinter. Er ist flink, geschickt mit Wort und Hand und weiß mit Sicherheit, jedes Herz zu stehlen. Alafiel sucht die schwarze Seele, die vor einigen Wochen seine Eltern umbrachte, kleinen Ganoven aus Baldur's Gate, um ihnen die ewige Ruhe zu schenken, die sie verdienen. Schenkst du ihm den Dolch zu deinem Herzen?
Den will ich haben. Okay. Der. Das ist die Siegesanimation, sehr schön. Der halbelfische Schurke ist damit angewählt. Der steht nicht mehr zur Verfügung. Julia. Was haben wir denn da Schönes? Also, bei unserer D&D-Kampagne, die wir ansonsten spielen, hast du ja so einen festgelegten Typ, was für eine Charakterklasse du gerne spielst. Ja, also ich mag Barbaren. Der ist jetzt ein bisschen größer, als ich das eigentlich gewöhnt bin. Ja, dein Barbar ist ein Gnom, ich weiß. Aber den würde ich mir doch mal anschauen, den Barbar. Können wir den Barbaren mal haben? Gronzo ist ein chaotisch-neutraler Utgard-Barbar aus den östlichen Hügelländern. Er behauptet, er habe eine wichtige Queste, die nach Baldur's Gate führte und von der das Überleben seines Stammes abhängen würde. Tatsächlich hat sich Gronzo aber nur total verlaufen und es ist ihm zu peinlich, das zuzugeben. Der kannte jemand den Text noch nicht. Ja, Barbar? Ja, also irgendwie, das ist dann nicht so, doch nicht so tiefgründig, mich das eigentlich gewohnt. Ja, also so ein bisschen was, in der Gruppe muss man ja auch so ein bisschen was reißen. Was haben wir denn da noch? Ich habe gesehen, es gibt eine Frau. Wir haben genau einen weiblichen Charakter, ja. Ja, dann schauen wir mal die Bardin an. Die Bardin? Lilian Darna, das reisende Blumenkind, ist immer auf der Suche nach der nächsten Kneipe. Sie tritt dort gegen Kost und Logis auf, aber wenn das Publikum ihre Lieder mal wieder mit faulem Obst belohnt, hat sie mit ihrer scharfen Waffe auch noch eine Ersatzeinnahmequelle. Ist auf alles vorbereitet. Ja, ihre Gitarre hat keine Saiten, vielleicht ist das auch besser so. Das gefällt mir irgendwie, die ist auf alles vorbereitet, kann die Party so richtig unterstützen mit ihrer Musik. Ja, doch. Barden auf der ersten Stufe sind total nützlich. Ja, doch. Die Bardin muss die Bardin. Ja. Die Bardin ist hiermit angewählt. Gut. Die Auswahl wird weniger. Max? Ja, ich würde gern der Magier ein bisschen schauen. Ah, Magier. Ja, sehr mysteriös. Adran Galindan aus Waterdeep hat jahrelang die arkanen Künste studiert. Allerdings vor allem die Magie-Historie. Seine Abschlussarbeit hat er über die Frage geschrieben, warum die Magier in alten Tagen so viel Zeit im Bett verbracht haben und nur in der Lage waren, eine Handvoll Zauber am Tag zu wirken, während es heute Usus ist, mit Kältestrahlen um sich zu werfen. Ja, okay, klingt gut. Aber zwei Dinge. Also ich habe eigentlich keinen Bock, meine Zaubersprüche zu vorbereiten. Und der graue Farbe ist langweilig. Also nehme ich dann den zwergischen Krieger lieber. Den zwergischen Krieger? Ja. Den haben wir ja schon mal vorgestellt. Das heißt, du weißt, wo du dran du bist? Ja, genau. Ich glaube, ja, dann tauschen irgendwas wir klassisch, ja. Magier gegen Zwergenkrieger. Juhu. Sehr schön, sehr schön. Jan. Das wird schon langsam dünn. Ja, die meisten sind schon vorgestellt worden. Den menschlichen Krieger, damit wir so richtig standardmäßig unterwegs sind. Wir brauchen, glaube ich, noch ein bisschen Power hier. Menschenkrieger? Was meinst du damit? Gregor Zankapfel. Genau, Gregor Zankapfel ist ein zynischer Krieger, der in südlichen Metropole Ad Kattla auf der Suchstraße das dreckige Kämpfen gelernt hat. Gregor sieht sich nicht als ehrenhaften Krieger, sondern stellt sein Können und sein Schwert in die Dienste desjenigen, der am meisten zahlt. Sein Motto, die Farbe des vergossenen Blutes ist egal, Hauptsache der Branntwein danach ist klar. Okay, das ist straight. Das ist für fast schon ein bisschen zu besser. Was haben wir noch? Hexenmeister. Können wir den mal den... Den Hexenmeister? Wir können uns gerne den Hexenmeister anschauen. Ist nicht persönlich gemeint. Hieronymon, der Hexenmeister, ging leichtfertig einen Pakt mit einem finsteren Raubvogeldämonen ein, dessen Willen er absolut nicht gewachsen ist. Im Namen seines Herrn aus einer anderen Daseinsebene zieht er nachts durch die Straßen von Baldur's Gate und richtet Verbrecher mit seiner nicht sehr praktischen Sense. Er hat seine Sense gar nicht dabei. Ich hatte damals... Mit seinem nicht sehr praktischen Knochenschwert. Am Morgen danach kann er sich an nichts mehr erinnern. Oh super, das ist gut. Das kann ich jede Schuld von mir weisen immer. Keine Ahnung, den nehme ich. Gut, dann haben wir vier Charaktere eingeloggt. Dann bitte ich den Zwergenkrieger, den halbelfischen Schurken, die menschliche Bardin und den Hexenmeister nach vorne zu treten. Das ist jetzt unsere Heldengruppe und der Rest kann gehen. Ich bin mir sicher, die sehen wir nie wieder. Oh. Gut, ich teile das dann mal aus. Ich habe die Charaktere hier vorbereitet. Jetzt die raussuchen, die auch. Du hattest den halbelfischen Schurken. Oh ja. Alafiel Schattenklinge. Denk dran, dass du hinterrücks angreifen kannst. Also immer, wenn du einen Vorteil hast beim Angriff oder jemand anders neben deinem Gegner steht, dann machst du mehr Schaden. Dann Julia hat die Bardin. Ja, klar, der effektivste Charakter. Ja, du hast tatsächlich Zauber. Du kannst
Identifizieren sprechen, cool. Zum Beispiel. Identifizieren. Oh, yeah. Du kannst Leuten Lachkrampf geben und du kannst heilen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wir nehmen das Heilen, okay? Also. Aber Lachkrampf. Grumgar Donneraxt. Kriegen wir dann danach. Cool. Wunderschöner Name. Und Hieronymon, unser Hexenmeister. Ich habe noch mal notiert, dass mit deinem finsteren Geheimnis, dass du einen düsteren Lord hast, auf den du hören kann musst. Kann mich an nichts erinnern. Und du ermordest nachts Leute, die Bardin. Kannst dich nicht daran erinnern. Genau. Und der halbelfische Schurke sucht den Mörder seiner Eltern, die kleinen Ganoven in Baldur's Gate waren und von jemand mysteriös umgebracht wurden. Und die Bardin möchte einfach nur essen und der Zwergenkrieger ist sehr aufrecht und sucht einen Drow. Das finde ich gut mit dem Essen. Wir haben nicht so viel Zeit. Ne? Das ist immer so die Sache, wenn man eine Let's Play macht und das Ganze dann auch live macht, dass man nicht irgendwie ewig ausschweifen kann. Deswegen steigen wir mitten im Geschehen ein. Und ihr seid in Baldur's Gate noch nicht lang angekommen, teilweise. Hieronymus ist schon ein bisschen länger da und morgens wacht er auf und hat Blutspritzer auf seiner Robe und kann sich nicht erklären, wo die herkommen. Aber seine Macht wächst, das kann er spüren. Dann ist doch alles gut. Ja. Der Zwergenkrieger ist auch schon ein bisschen unterwegs gewesen, hat Leute gesucht, mit denen er aufrecht fechten kann. Er fragt sich, warum die Leute ihn immer fragen nach dem Pfeil. Welcher Pfeil? Und dann die Bardin, die ist erst vor mehreren Tagen hergekommen. Die lässt sich so ein bisschen treiben, wo das Schicksal sie hinbringt. Und der halbelfische Schurke, der ist vor so einer Woche nach Baldur's Gate gekommen. Und jetzt geht ihm das Geld aus auf der Suche nach den Mördern seiner Eltern. Deswegen habt ihr euch alle auf ein Gesuch eingelassen von einem kleinen Adeligen in der Stadt, Lord Kaldorin, der euch gebeten hat, für ihn ein wichtiges Artefakt ausfindig zu machen. Er konnte sagen, wo es sich vermutlich befindet. Es wurde ihm gestohlen, seiner Familie. Es ist die magische Federhaube seiner Urgroßmutter. Und die hätte er gerne wieder als Andenken an diese Dame, die er nur als Kind kennengelernt hat. Sie war wohl eine große Magierin. Ja. Und der Gegenstand ist von irgendwelchen Schurken gestohlen worden und befindet sich vermutlich in dem Versteck, in dem die damals gehaust haben, ist dort verloren gegangen. Durch gesagt, wo ihr einsteigen könnt, ihr habt euch mühselig mehrere Ebenen nach unten bewegt aus der Kanalisation. Und seid jetzt in dem Raum angekommen, wo ihr auch eine Truhe ausmachen könnt. Eine Truhe, die ihr ausmachen könnt. Das muss das Ziel eurer Queste sein. Die Truhe. Das ist natürlich, der Raum ist schon lange verlassen. Spinnenweben hängen an den Winkeln. Und es ist unklar, ob hier nicht vielleicht noch Fallen aktiv sind oder sonst was, aber auf jeden Fall hängt ein Schloss an dieser Truhe. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie wollt ihr vorgehen? Okay, erstmal alle zurück. Hier könnte ein Fall sein. Ja, ich nicht. Der halbe elfische Schurke bleibt vorne. Der weiß ja, um was es geht. Genau, und der nähert sich jetzt in... Macht der wirklich alles, was ich sage? Mal gucken. Solange es möglich ist und ungefährlich. Okay, der macht in tiefster Gangart. Also er geht in die Knie. Ja, so richtig. Und nähert sich vorsichtig der Truhe. Aha. Und guckt dabei nach Fallen. Er guckt dabei nach Fallen. Dann würde ich mal sagen, der sollte auf Wahrnehmung wirken. Oh ja, das klingt super. 12. Okay, damit kommen wir auf 17. Er tastet ab und er findet eine Falle, die aber schon lange von jemand anders ausgelöst wurde. Die traurige Ratte, die dort hineingelaufen ist, ist schon mumifiziert und ist vermutlich nicht mehr gefährlich. Okay, dann zeigen wir erstmal nach hinten. Halt, nicht näher kommen. Da ist was Gefährliches. Es könnte ein Blendstrahl sein. Ihr solltet euch alle erstmal umdrehen, während ich das Schloss knacke, um nachzugucken, ob da was Wichtiges drin ist. Das sage ich nicht laut. Gut. Das heißt, der Schurke macht sich jetzt am Schloss zu schaffen. Möchten die anderen da irgendwie eingreifen oder tut ihr das, was der Schurke euch sagt? Also ihr kennt ihn ja alle nicht. Definitiv nicht um. Ja, ich auch nicht. Also ich würde gerne beobachten, was hier passiert. Mhm. Julia, was macht die Bardin? Ich würde auch ein Auge auf den halten, dass ich vertraue dem nicht so ganz. Aha, also wir müssen echt an unserer Vertrauensebene arbeiten hier. Ja. Ich verstehe. Ich würde ein bisschen Abstand von den anderen bleiben und vielleicht einfach auf die andere Seite gehen, weil wenn die Explosion irgendjemand trifft, dann die anderen. Ah, okay. Ja. Also du versuchst die Wahrscheinlichkeit ein bisschen zu verteilen. Ja, gut. Ja. Einer wischt immer. Aber dann stehst du immer auf... Also ich würde mich hinter den Zwergenkrieger stellen, aber ich mache dir hier keine Anweisung. Gut. Nee.
Dann, der Schurke macht sich am Schloss zu schaffen. Dann hätte ich von dem Schurken gerne tatsächlich mal Sleight of Hand, Fingerfertigkeit, eine Probe. Mhm. Um zu schauen, ob du da mit deinen Dietrichen und dergleichen noch weiterkommst. Genau, ich hole nämlich mein Diebeswerkzeug raus. Damit kenne ich mich nämlich besonders gut aus. Und dann dürfte ich einen Vorteil bekommen darauf. Hast du dein Diebeswerkzeug dabei? Davon gehe ich doch fest aus. Oh, das habe ich vergessen. Aha, nein, du hast einen Dietrich dabei. Sehr gut. Okay. Dann bekommst du einen Vorteil tatsächlich auf die Probe. Okay. Das war auch bitter nötig. Das tut mir jetzt leid. Okay, Fingerfertigkeit. Ich komme immerhin auf 13. Ja, das Schloss ist nicht so schwer. Zu deinem Glück, du musst nur ein bisschen dran ruckeln. Es ist eingerostet, nach ein bisschen zerren und ziehen und zuppeln geht es auf. Und als du dich dann anschickst, den Deckel zu öffnen, stellst du fest, dass der Deckel anfängt, sich von alleine zu öffnen. Und in dem Holz der Truhe öffnen sich auf einmal auch noch eine ganze Reihe von Augen unterschiedlicher Größe, die dich anblicken. Weg. Zurück. Oh, schön. Ich hatte euch alle gewarnt, ja? Die Truhe ist ein Mimik, der nur hier drauf gelauert hat. Oder möglicherweise, du würfel mal auf Wahrnehmung, Schurke. Okay. Ja, gut, die anderen können das auch, aber der Schurke hat einen Vorteil, weil der nah dran war. Wahrnehmung. Ich mach mal 3 Schritte zurück. Ich komme auf 23. Oh, ja. Ich komme bei 8. Natürlich 1. Du siehst gar nichts. Mimik, aber du stehst auch hinter dem Zwerg. Wie willst du was sehen? Ich sehe nichts. Gut. Du siehst auf jeden Fall, in dem Rachen des Mimik glitzert etwas. Da ist etwas drin. Möglicherweise ist der Mimik tatsächlich auch die Schatztruhe. Crazy. Also die Schatztruhe ist ein Mimik und der Mimik ist eine Schatztruhe. Es hat sehr viele Ebenen hier. Wow. Und der Hexenmeister hatte die 20. Ja. Du siehst das auch, ihr beiden. Ihr bekommt nichts mit. Es tut mir leid. Also dann ist die Frage, was wollt ihr tun? Der Mimik fängt an... Angreifen. Dann würfel mal Initiative. Originell. Nee, ich würfel für den Mimik. Den nehme ich nicht mehr, ich nehme jetzt den. Nicht schlecht. Furchtbar. Ich habe eine 1 gewürfelt. Es ist eine Truhe, verdammt nochmal. Wir können dabei 1er gewürfelt hier, das geht gar nicht. Oh, der Mimik ist tatsächlich plus 1. Das heißt, er hat eine 2. Ich bin beeindruckt. Das ist eine schnelle Truhe. Das ist eine schnelle Truhe, ja. Schnellschloss. Ein Schnappschloss. Schnappschloss. Badum. Okay, sag mir doch mal an, wann wer dran ist. Initiative. Ich bin bei 12 dran. 12 für Alafiel. 5. Aber schneller als die Truhe. Du bist schneller als die Truhe. Schneller als die Truhe ist aber echt ein niedriges Niveau. Ey. Ich bin bei 18. 18? Ja. Der schnellste Zwerg, den ich jemals gesehen habe. Schnellster Zwerg Rumgor aus... ist ein schneller Zwerg. Bei Mexiko. Und wann ist unser Hexenmeister? Hieronymon ist bei 12 dran. Hieronymon. Jetzt könnt ihr euch zwei noch streiten sozusagen. Wer von euch... Was ist denn euer Modifikator? Ich sitze vorne, oder? Komm. Ja. Der Schurke darf als erstes. Wir fangen aber an mit Grumgor. Was möchte Grumgor denn tun? Ich gehe da hin und schlag mit meinem Axt. Ganz einfach. Es ist nur ein Ding aus Holz. Ich habe eine Axt. Es macht Sinn, das zu machen. Dann gib mir doch mal einen Angriff. Angriff mit meiner Riesenaxt. Die Rüstungsklasse des Mimik ist 12. Oh, das ist getroffen. Ja, 23. Das ist ein Treffer, dann mach mal Schaden. Das ist ein W12 plus 2. Oh. 14 Schaden. Der Mimik zuckt sichtlich zusammen und erbebt unter deinem Schlag. Juhu. Ist das so eine Falltruhe am Ende? Der ist von Ikea. Ich könnte schon ein bisschen mehr zittern, ja? Es war 14 Schaden. Der arme Mimik. So, als nächstes in der Initiative ist Alafiel dran, unser halbelfischer Schurke. Was möchte der denn machen? Oh ja, ich nähere mich tänzelnd der Truhe von hinten. Genau. Und dann greife ich mit einem Sprung in die Luft und den Dolch nach unten, bam, diese Truhe an. Würfe erstmal, ob du triffst. Du hast einen Vorteil, weil jemand anders nahe, der Zwerg ist wieder zurückgegangen.
Nee, bleib da. Dann hast du einen Fall. Ja. Dann, dann kannst du mehr Schaden machen. Ja. Also normaler Angriff, aber du darfst dann W6 mehr machen. Sprungangriff und alles, was dazugehört. Weh, das versauen wir jetzt. Das wird voll peinlich für mich, für ihn. Wow. Das könnte klappen. 19? Ja, das ist ein Treffer. Oh. Jetzt aber. Ja. Yes! Sehr schön. Uhu. Du versenkst den Dolch im Scharnier und machst wie viel Schaden? Ist jetzt 1W6 zusätzlich. 1W6 zusätzlich. Das heißt, ich mache 2W6 plus 3. Wow. Damit mache ich 9 Punkte Schaden. 9 Punkte Schaden. Aus dem Scharnier fließt etwas, das entweder Blut oder Öl ist. Aber auf jeden Fall machst du ihm Schwierigkeiten jetzt mit seinem Kiefer. Hebeln wir doch die Schrauben raus. Bisher läuft es ganz gut. Nicht die Finger schmutzig machen, an so nah dran gehen, das ist unnötig. Ich werde den schaurigen Strahl sprechen und die Kräfte der Hexerei auf diese Truhe hinunter regnen lassen. Ich muss einen Angriff machen. Vielleicht sprichst du auch eine kalte Hand. Die wurde irgendwie bereit gemacht, ich weiß auch nicht warum. Die kalte Hand? Nee, ich nehme den schaurigen Strahl. Tut gut, mir leid. Den schaurigen Strahl. Aber gut, dass ich es weiß. Ja, als ich schon aber da muss ich rangehen für. Das mag ich nicht. Nee, die fliegt auch. Die fliegt? Die hat eine Reichweite, die kalte Hand, ja. Du wirfst deine Hand weg und damit verprügelst du Leute? Nein, er beschwört eine Skeletthand. Die Skeletthand fliegt zum Gegner, würgt ihn ein bisschen, macht ihm nekromantischen Schaden und hält ihn fest. Mach das bitte bei dem Mimik, ich will das sehen. Wenn das die Mehrheit will, dann machen wir das so. Will das die Mehrheit? Na gut, also kalte Hand. Aber wenn ich das jetzt wegen euch verdacht... Du solltest da Notizen haben, ich glaube, es ist ein Fernkampfangriff. Ein Fernkampfangriff mit einem Herz, das ist ein 17. Ja, das ist ein Treffer. Und dann ist 1d8 die Skeletthand nekromantischer Schaden. Die Skeletthand short. Klammert sich an der Unterlippe des Mimics fest. Nein. Das war wie die Skeletthand. Das ist eine 7? Ja, das war eine 10-Seite. Oder war es eine 8-Seite? Jetzt wäre es eine 8. Ich gehe noch wieder auf. 8 Schaden. 8 Schaden gegen den Mimik. Nekrotischen Schaden. Der Mimik friert. Faul so ein bisschen. Ja, ihr habt den schon ziemlich schon ein bisschen alt und rumpelig. Der kriegt gerade Holzwürmer. Lilian, die Bardin. Ihr braucht mich eigentlich gar nicht, oder? Ich kann auch einfach ein bisschen Musik machen gehen. Bitte? Das ist aber angemessene Musik, dann wird er jetzt hier heldenepisch. Kannst du das machen, dass der Mimik einen Lachkrampf kriegt? Das würde ich auch gern sehen. Och, das könnten wir echt mal probieren, ja. Das ist auch, glaube ich, das Einzige, was ich aus Entfernung machen kann, weil ich meine, da jetzt auch noch mal mit dem Dolch reinspringen. Voll. Ernsthaft? Okay. Geht das überhaupt gegen mich? Geht das auf eine... Oh nein, stimmt, das muss ein Humanoider sein. Ja. Ach komm, die Truhe sieht echt extrem humanoid aus. Ja. Sie hat auch richtige Kugelaugen und alles. Aber wie tanzt eine Truhe? Du kannst es probieren, aber... Sieht total menschlich aus. Täuschend echt. Du hast da Notizen drauf. Ja. Ich glaube, da steht was von Humanoid. Da steht Taschas fürchterlicher Lachanfall, Rettungswurf auf Weisheit. Rettungswurf auf Weiß. Was hat denn so ein Mimik steht an Weisheit? Okay. Der Mimik kriegt aber einen Vorteil. Okay, verstehe. Weil es eine Truhe ist. Okay. Ich probiere das trotzdem. Weil er nicht warum tanzen nicht? Kann. Ja. Weißt du, ich kann dir Folgendes sagen, warum es nicht funktioniert. Er ist nicht intelligent genug für deine Witze. Oh. Mist. Ich mein, das er ist muss echt, in der Lage sein, Humor zu haben. Okay, eine Truhe hat keinen Humor. Ich werde sehr wütend angeguckt. Es tut mir leid, der Mimik ist zu dumm zum Lachen. Dann vielleicht doch nur Musik. Dann vielleicht doch. Ja, mit Musik kann ich irgendwie auch nichts besser machen. Ich kannst muss leider die unterstützen? Erst ab Stufe 2. Erst ab Stufe 2 auf Stufe 1. Super, so ein Bardin. Das ist ja echt nützlich. Hey, dann zieh ich meinen Dolch. So und haben wir es nicht. Lauf da halt mal hin und ne? Stech halt mal auf die Truhe ein. So. Ja, dann ganz wir nochmal einen Angriff mit dem Dolch. Wow. 11. Oh. Du stichst zu, aber der Mimik duckt seinen Deckel knapp unter deinem Angriff hinweg. Oh ja, der ist behende ausgewichen. Das nächstes Mal muss ich das, glaube ich, ein bisschen motivierter machen vielleicht. Weißt du, wer jetzt dran ist? Der Mimik. Oh. Ja. Und er steht da direkt immer den letzten Gegner direkt vor seinen Augen an. Ja, ja, ja. Ich fürchte, der wird jetzt nach der Bardin beißen. Was hat die Bardin denn für eine Rüstungsklasse? 13. Mhm. Der Mimik hat eine 2 gewürfelt. Oh. Der Mimik beißt etwas halbherzig zu. Offensichtlich hat der Dolch hinten in seinem Scharnier dafür gesorgt, dass er nicht mehr so krass hinkriegt. Ja, das schnappt einmal, die Zähne klappern, aber er schafft es nicht, auch nur einen Zipfel deines Kostüms zwischen die Zähne. Nicht intelligent genug. Wir fangen wieder mit Umgor an. Ja, ich greife nochmal an, glaube ich. Kleinholz. Sogar eine 17. Das ist... Alle Finger noch dran. Ja. Eine 17, dann machen wir Schaden.
Oh, ey, was ein Tier. Unglaublich. 13 Schaden, bitte. 13 Schaden. Bitte stellen Sie 13 Schaden dar. Ja, genau auf die Zunge, die man gerade nicht sehen kann. Du schlägst ihm Teile seiner Zunge ab. Ja. Das, die unsichtbare Zunge. Ja, der Mimik blutet jetzt schon schwer aus mehreren Wunden. Aus seinem Fleisch, das aussieht schmutzig wie Holz. Ja, ein paar von seinen Zähnen sind abgebrochen. Nicht auf die Gitarre bluten. Ich brauch die noch. Oh, er hat eine Zahnlücke. Das ist schon süß. Und Alafiel. Ja, das, was eben so gut funktioniert hat, machen wir jetzt nochmal. Ich habe ja schon angekündigt, wir hebeln jetzt da die Schrauben raus. Und zwar machen wir ein Salto. Okay, wir machen einen Schritt nach hinten. Noch einen. Das wird cooler aussehen. Der alte Trick. Wenn ich jetzt noch einen Schritt nach hinten gehe, fällt der runter. Okay, nein. Wir haben unsere Miniaturen vorher die Anweisung gegeben, keine Befehle durchzuführen, die für sie gefährlich sind. Oh Mann, oh. Sie schätzen das selber ein, ich weiß nicht. Ja, wollte ich gerade sagen. Okay, und jetzt machen wir das, was wir eben gemacht haben, nochmal und dann so mit so einem kniegleitenden Vorwärtsbewegung stechen wir dem Mimik den Dolch bis zum Heft in die Rückseite seiner selbst. Dann würfel doch mal, ob das auch funktioniert. 20! Oh. Ja, kritisch. Super. Natürliche 20. Das wird jetzt sehr cool und vermutlich der Todesstoß für den Mimik. Möchtest du erst den Schaden auswürfeln? Oh ja. Würfel erstmal den Schaden. Du darfst zwei Würfel nehmen, aber der Bonus bleibt. Und du kriegst deinen Sneak Attack auch noch. Ja, du kriegst auch noch, genau, du bist auch noch ein Sneak Attack. Das war so unglaublich. Oh mein Gott. Okay, das sind 21 Punkte Schaden. Das ich streiche mal. Gut, also du rammst dem Dolch rückwärts in den Rücken des Mimiks. Ja. Der schreit doch ein letztes Mal auf. Juhu. Dann sackt er in sich zusammen, den Deckel weit geöffnet. Und seine vielen unterschiedlich großen Augen werden starr und tot. Ja, bevor jemand anders auf die Idee kommt, Blödsinn zu machen, nehme ich sofort mal alles raus, was geglitzert hat. Okay. Moment. Ja, Moment. Wir verlassen die Initiative noch nicht. Als nächstes wäre dran Hieronymon. Ich mache zwei Schritte auf die Truhe zu und schaue mit einem Abstand über die Schulter von diesen ganzen Leuten, die da um diese Truhe rumknien, ob es irgendwas außer schnödem Gold gibt, was darin sich befinden könnte. Wir suchen ja schließlich etwas. Also da drin ist tatsächlich eine Kopfbedeckung, die mit Federn verziert ist. Da drin ist eine kleinere Kiste, in der es klimpert. Und dann ist da noch ein Armband, das aus Gold zu sein scheint, mit einem Stein. Und noch irgendetwas, das rosa-rötlich zwischen den Zähnen des Mimiks hervorblitzt. Die Haube sollen wir mitbringen. Genau. Dann nehme ich das rosa-rötliche. Das sieht interessant aus. Ich vorsichtig mit meiner Sichel hebe ich das an und hole es aus der Truhe raus. Was ist es wohl? Es ist eine kleine Kiste, die ein einzelnes Auge öffnet und dann ihre Klappe öffnet, um ein leises Wimmern von sich zu geben. Ich habe eine Familie. Offensichtlich tragen Mimics ihren Nachwuchs im Mund mit sich herum. Oh, wie Guppies. Das ist super. Ich bekomme einfach ein so großes, schlechtes Gewissen. Das ist super, das werde ich mir für die Zukunft merken und werde es jetzt in die Tasche mit einem freundlichen Streicheln in die Tasche steigen lassen. Das kann man bestimmt für irgendwas gebrauchen. Du steckst hier gerade ein Baby-Mimik in die das Tasche. Das arme Ding. Der erwachsene Mimik ist zu groß. Außerdem ist er tot. Ja. Touché. Der riecht bald nicht mehr so gut. Mhm. Dann gab es da diese Haube noch und dann gab es... Ja, aber du bist ja nicht alleine in der Kiste. Das habe ich auch schon versucht, das lässt sie nicht zu. Ja, guck. Was macht denn zum Beispiel die Bardin? Da war etwas, das klimpert. Da ist noch ein Kistchen drin, das keine Augen hat. Oh, okay. Das ist vielleicht etwas sicherer. Also ich meine, die Haube müssen wir ja sowieso mitnehmen. Das ist ja eigentlich, ne, das kann ja. Dann haben wir irgendjemand, der irgendwie rechtschaffen ist in der Partei. Ja, du kannst die Haube mitnehmen. Ich nehme mal das klimpernde Kistchen und guck, was das ist. Oh. Das ist guter Umgang mit Instrumenten. Ja. Was ist denn da drin? Also, die anderen Spieler hören mal weg. Da sind eine ganze Menge verschiedene Münzen unterschiedlicher Größe und Materials drin.
Und etwas, das aussieht wie ein Siegel vielleicht. Ein Siegel. Ja. Kenne ich das Siegel? Kommt mir das bekannt vor? Und ein Stück Kreide. Kommt mir das Siegel bekannt vor? Ist das irgendwie ein, oder ist das einfach nur irgendwas? Hm, nö, das kommt mir nicht bekannt vor. Okay, alles klar. Das ist hübsch. Joink. Einstecken. Also, das teilen wir natürlich dann alles. Ne? Ich passe da jetzt nur mal drauf auf. Klar, ja, natürlich. Ja. Möchte Grumgor sich denn mal bedienen in den Inhalt? Ich würde eigentlich nach unserem Ziel rausholen. Die Federhaube. Die Federhaube, genau. Wenn es überhaupt darin bleibt, ja. Oh. Das sieht aber schön aus. Ja, nicht ganz dein Stil. Ja, aber nicht ganz. Vermutlich der Gegenstand, wegen dem ihr tatsächlich hier hinuntergestiegen seid. Ja, also hier ist unser Ziel für uns. Ich würde mir das mal anschauen, interessiert, und Arcana würfeln, um rauszufinden, ob ich da irgendwas zu weiß. Oder ja, dann mach das doch mal. Geht so. 11. Magisch würdest du sagen, ja. Ich schaue sehr interessiert und sehr professionell drauf und nicke und murmel was in mich rein, was keiner versteht. Magisch, verstehe. Alafiel. Da war noch was drin, so ein Armband. Das war zumindest Gold, richtig? Ah, da ist noch ein Armband drin. Genau, ja. Das schnappe ich mir. Zack. Ups. Also da war nichts mehr drin. Möchtest du es so machen, dass die Leute das nicht bemerken? Aber sowas von. Dann nochmal Fingerfertigkeit, damit du das einsteckst. Geht so. 14? Ich glaube, das ist tatsächlich besser als die passive Wahrnehmung der meisten Leute, die hier am Tisch sitzen. Ja. Außer von, ich glaube, dir selber. Oh, ich habe bemerkt, dass ich es rausgenommen habe. Du hast bemerkt, dass du es rausgenommen hast, ja. Gut gemacht. Schade. Und ich glaube, es sind noch ein paar kleine Fläschchen drin. Zuletzt kann Hieronymon noch mal zugreifen. Ja, Fläschchen, interessant. Die werde ich sicherheitshalber verwahren und später analysieren. Kann da irgendwie was draufstehen, zum Beispiel? Da steht drauf zur Heilung. Ah, das werde ich natürlich sicherstellen, dass das wirklich so ist. Bevor wir was Gefährliches trinken, das stecke ich ein, um es dann später für alle zur Verfügung zu stellen. Du steckst es in dieselbe Tasche mit dem Mimik, sehe ich. Nein. Du nestelst eine andere Tasche. Zum Glück habe ich viele Taschen. Ich bin ein Zauberer für meine ganzen Sachen, die ich so brauche. Und bin natürlich vorsichtig, damit es nicht kaputt geht. Wir müssen ja noch mal ein paar Dinge klären. Ich muss mir Mühe geben, um Sachen zu klauen. Ja? Der muss nur einfach lächeln und nicken. Das ist irgendwie voll unfair. Ich habe sie nicht geklaut, ich habe sie nur für eine spätere Analyse verwahrt, um sie dann der Gruppe zur Verfügung zu stellen. Ja, also, genau. Mir ist es lieber, wenn er sie testet, als wenn ich das testen muss. Ja. Also willst du dann einen Heiltrank haben, der nicht funktioniert und was anderes macht? Ah. Boah. Gut. Sehr schön. Na gut. So, mal, als du übrigens das goldene Armband da rausklaust und das rasch geschickt hinter deinem Rücken verschwinden lässt, prickelt es an unter deinen Fingern und so ein bisschen stellen sich deine Nackenhaare auf. Einfach du hast Allergie gegen Gold. Oh, sag mir das irgendwas? Nein, das du hast definitiv keine Allergie gegen Gold. Aber du hast schon öfters mal mit magischen Gegenständen gehandelt und so ein bisschen ähnlich hat sich das auch angefühlt, als wäre das magisch geladen. Oh, habe ich eine Möglichkeit herauszufinden, was das sein könnte? Natürlich werden die anderen nicht hinsehen. Wenn man denn nur jemand in der Party hätte, der das könnte. Also du weißt, dass die Bardin in der Lage ist, auf magischem Wege Gegenstände zu identifizieren. Ist denn die Haube auch magisch oder ist das einfach... Also zumindest hat der Hexenmeister drauf geschaut. Definitiv magisch. In sich reingebummelt. Magisch, magisch, magisch. Und ich habe gar keine Ahnung. Also es ist wohl nicht einfach nur ein Erbstück. Irgendwas hat das mit dieser Haube noch auf sich. Kann ich mir die Haube mal anschauen? Während du da so überlegst? Ja, das ist nicht meine Haube. Also. Ist die Frage, ob der Zwergenkrieger dich das lässt? Darf ich mir die Haube mal anschauen? Ja. Ich kenne mich damit aus. Ja, natürlich, okay. Ich würde auch mal einen Wurf auf Arcanes Wissen machen. Du kannst natürlich auch direkt. Du kannst erstmal einen Wurf auf Arcanes Wissen machen. Genau, ich schaue erstmal und dann. Ich hab ja nur zwei Zauberanwendungen, die muss ich ja gut aufbewahren. 8. Also wenn wir was gut können, dann wehrlose Mimics töten. Ja, du bist dir gerade nicht mal mehr sicher, ob es magisch ist. Wissen. Der Mimik löst sich quasi auf. Also Monster verfaulen ja sehr schnell in so einer D&D-Welt. Ah, natürlich. Ja. Damit man nicht so ein schlechtes Gewissen hat. Ja, wir sind in dem Boden, ja. Okay, also mein Armreif ist magisch, das weiß ich jetzt ja. Dann gehe ich mal ganz charmant zu der Bardin rüber und stelle mich
neben sie und zeige so das, den Armreif. Oh, charmant ist immer gut. Hey, ich würde tauschen. Okay, ich verstehe. Na gut, dann können wir ja hier mal so ein bisschen Fingerfertigkeit, einfach mal das Kistchen gegen den Armreif. Was macht ihr denn da? Gar nichts. Wir unterhalten uns nur. Okay. Ihr wollt das wirklich heimlich machen, ohne dass die anderen das sehen? Ich zwinker mal den Schurken. Oh, wir lenken die ab. Ja. Guck mal da, noch ein Mimik. Da, ein Mimik. Und dann tauschen wir. Weisheitsrettungswort. Wovon überzeugen? Per se haben Sie recht. Der Hexenmeister hat ein Mimik in der Tasche. Ja. Aber ich finde trotzdem, dass ihr mal einen Weisheitswurf ablegen könnt, einen Rettungswurf. Oh nein, ein riesengroßes Monster. Oh. Ich glaube, der Zwerg fällt da nicht drauf rein. 18. Verdammt. 20. Oh Gott. Ja. Oh. Warum seid ihr auch mit so schlauen Leuten in einer Party? Entschuldigt mal. Nemo an selbst. Entschuldigt mal, das ist doch ein bisschen sehr billig. Also, ja. Wir müssen ja ohnehin teilen, nicht wahr? Ja. Na gut, also, na gut. Was hat es denn damit auf sich? Ich gebe der Bardin natürlich den Armreif. Mhm. Es ging nur darum, dass wir das analysieren können, richtig? Ach so, ja, ich kann natürlich identifizieren, ob das was für eine Art von magischer Gegenstand das ist. Das wäre super. Wenn du deinen Zauber identifizieren verwendest, dann nutze ich eine meiner Zauberanwendungen für heute. Und aber wir haben auch noch die Haube. Ja, ich identifiziere erstmal den Armreif. Ich glaube, mit der Haube, die müssen wir eh abgeben. Aber von dem Armreif hat ja niemand was gesagt. Das willst du lieber anziehen, den Armreif oder die Haube, Alter? Das will ich glaube, der Armreif passt besser zu meinem Outfit. Gott, ich spiele die klischeehafte Frau in der Rollenspielrunde. Das ist schrecklich. Ja, ich kasse identifizieren auf den Armreif. Mhm. Dann? Und zwar mit natürlich ausladenden Gesten und Gemurmel und Getänzel und es klingt so eine Musik durch den Hintergrund und also ja, ich gehe zwei Schritte zurück. Man muss das ja ein bisschen ausstaffieren, sonst glaubt einem das ja keiner. Das sieht ein bisschen gefährlich aus. Ich schaue ein bisschen spöttisch zu, mir scheint das etwas viel Schauspielerei zu sein. Und dann erschließt sich für dich auch ganz simpel, welche Formel daran gebunden ist. Mhm. Das ist ein klassischer Gegenstand, den Magier gerne so zum Scherz herstellen. Und normalerweise sind es Gürtel, er würde dein Geschlecht ändern, sobald du ihn anlegst. Alter, wäre das witzig geworden, wenn ich den einfach angezogen hätte. Von euch hätte denn das Niedrigste auf Weiß. Bob, wie? Bob, bis eben fand ich das echt nett. Ich gebe dir mal den Armreif zurück und sag: Oh, das ist super. Das gibt dir einen Bonus auf Hinterrücks angreifen. Den solltest du anziehen. Also, das ist sehr schön, aber auch vor allem würde der einen Bonus auf deine Fähigkeiten geben. Das klingt wie eine gute Idee, ja. Ich will wenigstens eine Chance haben, dass ich den nicht anziehe. Darf ich auf Überzeugen würfeln? Ja, würfel du mal auf Überzeugen. Mittelüberzeugend. Ne? Oh. 13. 12, ich kann nicht rechnen. 12. Bist du echt überzeugt? Ich würde dir bei einen Weisheitsrettungswurf gestehen gegen 12. Weisheit, ja. Ja. Ich. Ja. Nein, dein Charakter. Ich also weiß nicht, ihr tut mir leid. Möglicherweise muss hinter der Bühne jetzt ein Gefühl gemacht werden. Verdammt. 16. Das wirkt doch ein bisschen, also das ist also ein Gegenstand, der dir bei Hinterrücks angreifenden Bonus gibt, das ist zu perfekt. Außerdem, was heißt das, ich kriege einen Bonus? Und zweitens, so habe ich noch nie gehört. Ich bin ein bisschen misstrauisch, ich nehme trotzdem das Armband. Nein, vielleicht braucht das ja jemand anders mal. Zum Hinterrücks angreifen. Ja, oder wenn du es nicht willst, verkaufen wir es halt. Nee, ich will das schon haben. Teilen das dann das Geld. Ja, klar, ich passe so lange drauf auf. Nein, jetzt habe ich es ja schon. Du hast ja die Kiste jetzt. Habe ich die Kiste? Seit wann habe ich die Kiste? Ist da unten. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja gut, dann fair. Gut. Vielleicht will das ja jemand anders noch anziehen. Dann behältst du erstmal das Armband des Hinterrücksangreifens +1. Gut. Möchtest du dir noch die Federhaube genauer ansehen? Die sollten wir die auch mal identifizieren. Ja. Dann kann ich aber heute sonst nichts mehr zaubern. Das ist ach Gott. Du hast doch Zaubertricks noch. Ja, aber dann kann ich meinen Lachanfall nicht mehr zaubern. Das ist ja schade. Hat denn jemand anders irgendwie noch mehr arkanes Wissen, der sich die Haube... Also ich könnte doch probieren. Ich habe +1. Ja. Und Hieronymus hat möglicherweise eine Rolle des Identifizierens in seiner Tasche.
Dazu müsste ich eine Tasche haben, aber wenn das so ist, schauen wir mal. Habe ich eine Rolle des Identifizieren in meiner Tasche? Ich gucke erst mal an. Wählen das. 5. Das ist eine Haube. Ja, das ist eine Haube mit Fäden. Sehr schön. Es sieht so aus, als ob sich da was ergeben könnte. Ich habe meine Brille desinfizieren. sehr gut. Meine magischen Gläser, die mir verraten, was Magie... Ich hatte ansonsten hier ein tolles Prop vorbereitet. Es steht Identifizieren drauf. Ich nehme meine magischen Augengläser und... Ja, die geben dir einmal am Tag Identifizieren. Super. Und du erkennst, die Symbole, die dann auftauchen in dem Bild, das dir deine magische Brille gibt, erklären dir, dass es eine Magie der Beeinflussung ist, und zwar auf einem sehr hohen Niveau. Diese Maske würde es jemandem ermöglichen, einmal am Tag eine sehr mächtige Version von Massen beeinflussen zu zaubern. Und das hat seine Großmutter gehabt? Seine Urgroßmutter. Urgroßmutter, die war Lehrerin? Sagte nur, es war eine ehrwürdige Dame. Und er hat auch nicht erwähnt, dass das irgendwie... Offensichtlich hast du zwei Brillen, die sind. Er hat auch nicht erwähnt, dass das irgendwie magisch wäre. Er hat nur gesagt, er hätte das gerne, um sich ein bisschen Mut zu verschaffen. Er steht vor einer wichtigen politischen Entscheidung. Er ist in ein neues Gremium gewählt worden. Und er muss die Leute von bestimmten Entscheidungen überzeugen, die er für richtig hält, für Baldur's Gate. Kann ich mehr über diesen... Wissen wir mehr über den Herrn? Weil das scheint mir doch sehr eigenartig zu sein. Ich teile mein Wissen, mein großes magisches Wissen, das ich mir mühsam angearbeitet habe. Und sage, dass mir das sehr seltsam vorkommt, dass das nicht erwähnt wurde. Zum einen und zum zweiten, wenn jemand so einen mächtigen Gegenstand verliert, dann scheint mir das sehr verdächtig zu sein. Ich würde wissen wir, dass jemand von euch mehr über diesen Kerl, der uns da anheuert? Kennen wir den? Und vor allem, für wie viel heuert er uns eigentlich? Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich mag die Art und Weise, wie du denkst. Nun, er hat gesagt, wenn ihr ihm tatsächlich diese Haube bringt, dann ist er bereit, nach ein bisschen Verhandeln mit der Bardin, 250 Goldstücke dafür zu bezahlen. Das ist weitaus mehr wert. Ja. Weitaus mehr. Davon geht ihr aus, ja. Also im Faktor 20 mehr wert mindestens. Behaupte ich jetzt einfach so. Ich bin ja der Meinung, zur Sicherheit des politischen Gefüges sollten wir die andersweitig verkaufen. Oder gar nicht verkaufen. Man könnte eine Menge Leute damit Dinge tun lassen. Das wäre sehr spannend. Dinge tun. Ja. Ja, schön. Du könntest zum Beispiel die Leute davon überzeugen, endlich nach dem Mörder deiner Eltern zu suchen. Alle. Das wird echt interessant in der Stadt. Okay, was wissen wir über diesen Typen? Ihr wisst, er ist ein kleiner Adeliger, er ist in irgendein Gremium gewählt worden. Kleiner Adeliger. Ich vertraue Adligen sowieso nicht. Er ist Mensch. Menschen vertraue ich auch nicht. Ja. Er war relativ... Du bist aber ein Mensch. Er war vergleichsweise simpel gekleidet für einen Adligen. Ja, vielleicht ist da tatsächlich irgendwie was faul dran. Ich glaube, der hat uns ein bisschen übers Ohr gehauen. Über den Tisch gezogen. Wen hat er die Bardin über den Tisch gezogen? Hey. Ja, du hast mit ihm verhandelt. Ja, gut, aber... Darf ich auch Geschichte würfeln? Vielleicht kenne ich noch irgendwas mit dieser Information. Also ich... denke sehr hart nach. Ja, und mein Gesicht ist sehr, ja, genau so, perfekt. Das wäre 15. Es gibt tatsächlich Gesetze in Baldur's Gate, die auf einer historischen Begebenheit beruhen, dass man bestimmte Artefakte auf keinen Fall verwenden darf, wenn man Politik in Baldur's Gate macht. Und es gibt quasi, die Leute versuchen, ein Auge drauf zu haben, wo solche Artefakte unterwegs sind oder sonst irgendetwas. Aber so eine modische Federkappe würde man vielleicht nicht verdächtigen. Aber es gab Vorfälle, wo Leute also verschiedene Gremien oder politische Gegner beeinflusst haben auf magischem Wege. Und das wird nicht gerne gesehen. Okay, ich teile das mit meiner Kollegen. Ja, es ist also, ich meine, sehr unehrenhaft. Mir egal, was hier die Gesetze sagen, aber so ein bisschen unfair, unfairer Vorteil ist das ja schon. Also und wenn wir das verkaufen, an korrupte Personen zu geben, diese mächtigen Gegenstand. Also jemand, aber wem könnten wir es geben, dass da jetzt nicht? Nein, wir müssen es auf jeden Fall in Sicherheitsverwahrung behalten. Ja. Sicherheitsverwahrung. Ich stimme dir absolut zu. Und wir wissen alle, wie es ist. Niemand bestiehlt einen Dieb. Deswegen sollte ich ganz dringend... Du bist ein Dieb? Niemand bestiehlt jemanden, der sich so gut wie ich mit Fallen auskennt. Ah, okay.
Macht Sinn, ja. Deswegen ja, sollte ich ganz dringend darauf aufpassen. Ja, das finde ich auch. Ich werde dir demnächst erklären, wie das funktioniert und dann kann man dir das vertrauensvoll übergeben. Bis dahin behalte ich es, damit keinen Schaden dran. Also, bist du kurz alle, was hast gut? Der Zwerg in der Hand? Ich habe das in der Hand. Und ich glaube, ja, ich kenne die Geschichte und ich glaube, ich behalte es in dem Moment. Ehrlich gesagt, ich glaube, ich vertraue dem Zwerg am meisten aktuell. Das ist der Einzige, der irgendwie keine weiteren Motive hat. Das ist bei uns drei auch nicht schwer, dem Zwerg zu vertrauen. Gut. Na gut, also darauf kann ich mich, wenn es keiner benutzen kann, also dann kann ich mich darauf einigen, ja, dass der Zwerg es erstmal verwahrt, damit kein Unbill geschieht mit irgendwas. Mhm. Ja, aber dann können wir eigentlich auch gehen. Oder geht hier doch irgendwie... Geht noch was ab sonst? Geht noch was weiter? Brauchen wir noch irgendwas? Gibt es noch weitere Mimics? In diesem Raum, nein. In den kleinen in der Tasche, ja. Der gibt hin und wieder so schnupfende Geräusche von sich. Wie nennst du denn dann? Mi. Wow. Du hast einen Baby-Mimik-Begleiter namens Mi. Mi. Ihr macht euch also wieder an den Aufstieg aus diesen Katakomben heraus. Ah. Ja. Nehmt alle eure Sachen mit. Ich bleibe hinten. Mhm. Und ich bereite mich darauf vor, dass da oben am Ausstieg die Schergen von dem Typen, der uns angeheuert, wachen, um uns umzubringen und uns das Ding abzuholen. Du Weil bist ich traue niemanden. Dementsprechend vorbereitet, als vor euch vor dem Tageslicht, das herabsickert von der oberen Ebene, eine Gestalt auftaucht, die befehlend eine Hand hebt, worauf dann mehrere weitere schwankende Figuren auf euch zugeschlurft kommen. Oh. Zwei Zombies nähern sich mit unsicherem Schritt. Wusste ich doch. Ist das der Typ, der uns angeheuert hat? Nein. Der Zombie. Oh. Das ist jemand, der eigentlich, also natürlich wisst ihr über die Hintergründe wenig, aber es ist jemand, der sich früher nur mit Magiehistorie beschäftigt hat, aber dann immer enttäuschter davon wurde, beschlossen hat, er sattelt um auf Nekromantie und zahlt es gewissen Leuten heim, die ihn nicht genügend wertgeschätzt haben. Hat nichts mit dieser Situation zu tun, aber... Ich bin immer noch zufrieden mit meinen Wahl. Gut, wir sind jetzt wieder in einer Kampfsituation. Es gibt jetzt Initiative für alle Beteiligten erneut. Ich würfel mal für meine Zombies und für meinen Nekromanten. Oh Gott. Oh. Schon wieder eine natürliche 20? Ja. Der Zwerg ist ja ein Killer. Ja. Oh. Kriege ich einen Vorteil auf den Set, wenn ich schon vorbereitet war? Ich glaube nicht. Schade. Okay, wie sieht denn die Initiative diesmal aus? Also der Zwerg ist wieder... 21. 21 für Grumgor. 17 bei mir, da bin ich, glaube ich, diesmal echt schneller gewesen. Oh ja, ich bin eine... 17 für Lelian. Jetzt kommt Not gegen Elend. Ich halte mich zurück, soll das heißen. Aha, ja. Ganz beabsichtigt. Wo hältst du dich zurück? Bei allem. Bei welcher Nummer? Bei 5, okay. Ich bin etwas voreiliger als er und werde mit 6 agieren. Hammer. Gut, Hieronymus. Dann, die Zombies sind das wahre Elend hier, die sind bei 2. Unser Nekromant allerdings ist bei 16 und damit als Dritter dran. Er lebt noch, er hat einen eklatanten Vorteil vor seinen Schergen. Grumgor allerdings ist dann derjenige, der anfangen darf. Blitzwerk nannten sie noch. Ja, Blitzwerk. Das ist mein neuer Nachname. Allerdings wird deine Waffe jetzt nicht mehr so viel Schaden machen, denn du kannst sie nicht mehr zweihändig führen, weil du in der anderen Hand diese Federhaube trägst. Ja, so, das ist mein Punkt. Ich gehe ein paar Schlitze zurück, also vielleicht 2, 3 Schlitter. Ja, die nehme ich. Nee. Also noch ein bisschen. Zurück. Ja, perfekt. Dann stelle ich die Häube zwischen meine Füße. Mhm. Ja, auf den Boden, genau. Und wenn jemand, inklusive meine Leute hier, nach das Ding angreift, dann schlage ich mit meiner Axt. Das heißt, du machst jetzt noch die Aktion bereit, dass du zurückkriegst, genau, sobald jemand versucht, also, dir die Haube abzunehmen. Ja, und ich sage das auch laut, sodass niemand eine Idee kriegt. Okay. Gut, der Zwerg gibt laut und bedrohlich von sich, dass er jeden schlagen wird, der versucht, die Federhaube an sich zu bringen. Mhm. Jeder. Wenn ich jetzt die Badin wäre, würde ich mich echt ein bisschen verarscht fühlen von dem Zwerg da vorne. Ja, wo geht der hin? Warum greift er die nicht an? Ja, du hast das alles im Griff. Warum stehe ich da ganz alleine? Lilian, was machst du? Ladies du bist first. Dran. Ich würde was spielen. Vielleicht sind die Zombies ja musikalisch. Dann rennen sie dann weg.
Die können Breakdance machen. Nein, jetzt haben wir einen Humanoiden, der bestimmt auch einigermaßen intelligent ist. Nein, die sind noch dümmer als der Mimik. Nein, nein. Aber der Magier. Der Chef. Der Magier tatsächlich, ja. Ich zauber Taschas fürchterlichen Lachanfall auf den Magier. Warte, er kriegt dafür einen Rettungswurf. Und er kriegt einen Rettungswurf Weisheit. Was ist denn dein... 13. 13. Hey, der hat Das ist nur eine 9. Yes! Der Nekromant fängt an, schallend zu lachen. Und wird diese Runde keine weitere Aktion durchführen können. Yes! Also, nächste Runde darf er wieder versuchen, seinen Rettungswurf abzulegen. Ansonsten geht es die nächste Minute so weiter. Minute im Spiel. Ja. Ja, also hier am Tisch, nicht da drüben. Ja, tut mir leid. Wir machen schnell weiter. Der Nekromant ist dran, er lacht. Aber das ist der Zeitpunkt, wo sein Rettungswurf. Das ist eigentlich ziemlich passend. Der hat seinen Rettungswurf für diese Runde ja schon abgelegt, gerade eben. Okay. Jetzt kann er diese Runde den Zug nur für Lachen verwenden. Tatsächlich, wenn es zu lange geht, kann es sogar sein, dass er zu Boden geht und sich da wälzt und solche Dinge. Aber das werden wir sehen. Wir gehen das hier Runde für Runde an. Das haben sich schon Leute totgelacht, ne? Ja. Die zwei Zombies da zum Beispiel. Deswegen haben die dieses bezaubernde Lächeln immer noch auf dem Gesicht. Ja, Hieronymon. Ich bin überrascht von der Entwicklung der Situation. Ne? Baden, ne? Nicht schlecht. Vor Zombies habe ich nur bedingt Angst. Da nehme ich doch mal meine Sense zur Hand und versuche den... Dein Schwert. Mein Knochenschwert zur Hand. Und versuche den linken von ihnen eine reinzuschwertern. Du möchtest den linken Zombie beschwerten? Ja. Nein. Ganz gewiss nicht. Weit daneben. Ich bin nicht geübt in diesen Nahkampfgeschichten. Eher ein Freund von Fernkämpfen. Ja, nee. Das ist tatsächlich nicht besonders würdevoll. Alafiel! Komme ich an den Zombies vorbei, an den Nekromanten Magier? Sie stehen im Weg. Du müsstest tatsächlich erfolgreich Akrobatik durchführen, um dich daran vorbeizuturnen. Okay, also ich mache so einen Überschlag. Also ich renne auf den zu. Ja. Dann mache ich so einen Salto über den drüber, lande geschickt auf der anderen Seite und steche dann dem Nekromanten von hinten den Dolch in den Rücken. Nein, also das wäre ja doch noch ein Angriff. Erstmal turnen wir. Ja, wir turnen. Ich würde sagen, das ist eine schwere Probe nach dem, was du beschrieben hast. Und das ist ein Wert von 20, den du erwürfeln musst. Das ist easy. Also, ich kann das. Ja, geht so. Ah, sieht vielleicht ein ganz klein bisschen peinlich aus jetzt mit 12. Also du bewegst dich auf den Zombie zu, aber der bleibt in deinem Weg stehen. Möchtest du ihn jetzt noch angreifen? Ja, dann steche ich ihn halt ab. So, also. Dann stichst du den Zombie noch. Komm, ich nehme jetzt mein Kurzschwert und ja, das wenigstens klappt. 22 sollte doch. Das ist ein Treffer, ja. Komm, tu ihm weh. Du stichst dem Zombie in seine faulige Brust. Genau, irgendwo zwischen die Rippen. Ja, mach mal Schaden. Immerhin. Das sind 8 Punkte. Kriege ich vielleicht einen Bonus, weil der Zombie sich totlacht? Nein, der Zombie lacht nicht. Der Zombie hat keinen Humor. Der ist schon tot. Ja. Ja, du stichst zu und als du den Dolch wieder rausziehst, hängen auch noch so Teile vom Zombie dran. Du kannst ihn nicht mehr identifizieren. War vielleicht mal Lunge oder Milz. Ich streiche das angewidert an dem Zombie ab. Wir lassen das einfach mal so gelten. Hat keine regeltechnische Relevanz. Dann sind jetzt die Zombies dran. Dann, der linke Zombie versucht jetzt, er holt weit aus und versucht, Hieronymon zu treffen. Hieronymon, was ist denn deine... 13. 13. Oh. Ja, das geht daneben. Wir sind halt langsam und ungeschickt. Da weiche ich doch tänzlich zurück ein Schrittchen. Und dann der andere versucht... Alafiel zu erwischen. Holt aus. Und Alafiel, was ist deine Rüstungsklasse? 14. Ja, mit einer 16 wirst du dann tatsächlich getroffen. Aua. Langsam, aber du bist gerade nicht so gut drauf. Schwungvoll trifft dich seine Waffe. 1W6 plus 1, 4
Trefferpunkte, die du verlierst. Das tut schon ziemlich weh auf der ersten Stufe. Ja, ich denke, ich werde mal ganz kurz ein bisschen gepeinigt aufschreien. Sehr gut. Und ja, dann mich in Deckung begeben. Grumgar ist jetzt wieder dran. Oh. Könntest du mal was tun? Wir nehmen die Haube nicht. Jetzt hau mal auf die Zombies drauf. Da muss er mal drüber nachdenken. Was mache ich denn jetzt? Also ich habe eine Riesenaxt und auch einfach eine Axt. Ja, du hast noch eine kleine Handaxt. Eine kleine Handaxt. Darf ich das werfen? Du darfst das improvisiert werfen, ja. Ja. Aber da stehen Leute dazwischen. Ja? Nee. Passt schon. Ich wirf da oben, ja, da über. Ja, nach rechts werfen. Ja, nach rechts. Ja, das geht schon. Dann mach mal einen Fernkampfangriff. Auf der letzte Zombie. Der rechte Zombie? Alter. Was für einen Bonus kriege ich? Deinen Geschicklichkeitsbonus. Ah, dann. Ja, aber nicht schlimm. 10. 10, das ist tatsächlich ein Treffer. Ich habe dir immer vertraut. Und das war da viel Schaden? Ich habe hier ein W8, aber ich vermute. Ich glaube, die Axt sah mir eher nach einem W4 aus. Ja, W4, ja. Oh. Aber plus 1. Aber 4 Schaden plus. Beziehungsweise dein Stärkebonus dann plus 2? Nee. Ja, dann plus 2, also dann 6 Schaden. 6 Schaden. Jaha! Der Zombie würde ja reagieren, wenn er noch ein Gehirn hätte. Nimm aber so das. Bröselt einfach nur ein bisschen was von ihm runter. Und gibt es eine Pfeil auf dem Boden? Wo ist das hergekommen? Wir schießen mit Pfeilen. Wir haben aber keine Armbrust. Lilian. Okay. So, jetzt alles wieder richtig. Danke. Alles muss ja seine Richtigkeit haben. Na gut. Gut, mit der einfachen Illusion kann man niemandem wirklich schaden. Ich fürchte, ich muss jetzt auch mal mit meinem Dolch und oder Schwert. Habe ich ein Schwert? Nö. Meine Gitarre ist mein Schwert. Ja, du nimmst jetzt die Gitarre. Die ist sehr scharfkantig. wenn man die Saiten so ein bisschen anschneidet und die platzen, das macht richtig Schaden. Oh, ja, stimmt. Ja, stimmt. Okay, dann greife ich mit meinem Schwert jetzt auch den Zombie an, der meinen Kumpel Alafiel verletzt hat, weil das geht so nicht. Ich mag dich. Rache! das ist eine 10. Das ist ein Treffer. Zombies sind nicht so reaktionsstark. Hey, cool. Okay, und das Rüstung tragen sie auch nicht. Komm, gemeinsam können wir den Zombie töten. Ja, das sind 8 Schadenspunkte. 8 Schadenspunkte. Weißt du was? Das ist tatsächlich ein wuchtiger Schlag und die scharfen Kanten deiner Gitarre lassen Knochen brechen und schmeißen sie durch die Gegend. Der Zombie wäre jetzt bei 0 Trefferpunkten. Aber weil er ein Zombie ist und untot, bekommt er jetzt noch einen Rettungswurf. Ein Rettungswurf? Sterben? Mit dir, ja, schreckliche ja. Kreatur. Warte, du hast jetzt 8 Schaden gemacht zuletzt? Ja. Dann muss er einen Konstitutionsrettungswurf ablegen gegen 13, um zu versuchen, wieder auf die Beine zu kommen. Der Nekromant steht hinter ihm und hofft. Oh. Natürlich 20. Der Zombie Extrem springt gesunder wieder Zombie. Auf. Also so Mann, schnell wie ist das ein robuster Zombie. Und hat wieder einen Lebenspunkt. Ja, immerhin. Immerhin ja, das ist noch nicht passiert. Also mit lebenden Gegnern. Die waren einen nach der Gitarre eigentlich immer erledigt. Schlimm. Der Nekromant darf jetzt noch mal versuchen, den heftigen Lachanfall loszuwerden. Ja, das er kann sich von deiner Magie befreien. Versucht, seine Würde zurückzubekommen. Mist. Und dann richtet er seine Hand auf dich, murmelt düstere Worte vor sich hin. Und versucht, in dir Furcht zu erzeugen. Niemals. Das ist ein fairer Deal, finde ich. Du musst einen Weisheitsrettungswurf ablegen. Oh nein. Gegen 14. Okay. Du bist doch sicher. Ein bisschen Weisheit, ja. Oh. 1. Mann, hast du Angst. Mann, habe ich einen Würfelpech. Dir wird klar, dass du sterblich bist und dass du enden wirst wie die Zombies hier als untote, hirnlose, arme Sklaven, die von Gitarren niedergeschlagen werden. Und deswegen rennst du davon und kannst jetzt jede Runde versuchen, einen Rettungswurf zu schaffen, aber vorher kannst du dich ihm willentlich nicht nähern. Das war meine einzige Zauberanwendung, die ich noch hatte mit dem Lachanfall. Mehr habe ich da nicht an Zaubern. Ich muss jetzt weg. Als du da eingegriffen hast, habe ich mir als Endergebnis ein bisschen mehr vorgestellt. Also jetzt ja, macht ihr mal. Klein nicht wirken, aber... Das sind Zombies, hallo? Hieronymon. Da sind immer noch 2 Zombies und ich fühle mich jetzt so alleine. Der Zwerg ist auch noch nicht gekommen. Aber der rechte sieht kaputter aus. Ja, der kann ich den rechten angreifen? Ja, natürlich kannst du den rechten angreifen. Dann versuche ich das mal.
Du stehst ja quasi vor beiden. Ich stehe quasi für 10. Das ist ein Treffer. Also Zombies. Mit meinem tollen Sensenschwert-Knochendings. Ja. Deiner, was brauchst du? Mache ich was für einen Schaden? Also hier hätte ich 10 minus 1 mitgemacht, aber was, ja? Ja, sollen wir das versuchen? Dann machen wir auch das. Dann machen wir das auch. 1. 0. Das bringt ihn nimm dies. Das bringt ihn genau auf 0 Lebenspunkte. Du stupst ihn vorsichtig an. Er wiederholt seinen Rettungswurf. Gegen ihn 6. Und würfelt genau eine 6 und ja, steht wieder auf. Fast. Beinahe. Ich bin verwirrt, trotz meines massiven Schlags. Ja. Ey, die Zombies können wenigstens schimmeln. Was können wir? Das kannst du jetzt beweisen, Alafiel. Du bist dran. So, jetzt reicht's. Auch mit dem im Nahkampf. Ja. Ich mache einen total geschickten Schritt zur Seite. Nein. Der Quatsch. Ich mache einen geschickten Schritt zur Seite und steche dem Zombie dann so mit so einem seitlichen Hieb in den Rücken. Oh, sehr gut. Ja. Du bewegst dich also gut. Und ja, du möchtest ihn angreifen, dann machen wir eine Attacke. Ich komme auf 13. Das ist dein Treffer? Das ist dein Treffer. Und dann komme ich auf 8 Punkte Schaden. 8 Punkte Schaden. Erneut. Gegen 13. Eine 1. Der Zombie fällt in sich zusammen. Endlich weicht das unnatürliche Leben aus seinen verfaulenden Muskeln. Das ging ja fix. Das war auch echt eine Erlösung für das arme Ding. Ja.